Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Online-Präsenz für dein Handwerksunternehmen sprechen. Wenn du da also das Gefühl hast, dass du ja ein bisschen was besser machen willst oder kannst, dann guck auf jeden Fall zu, lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in dem Video wieder. Bis dann. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute den Nico mitgebracht, ich bin der Sahat. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Online-Präsenz für Handwerksbetriebe im Marketing sprechen. Ich werde im ersten Teil ja ein bisschen allgemeiner sprechen. Nico geht dann so ein bisschen auch zum Thema Werbeanzeigen ein. Und ich lege einfach mal los. Fakt ist, es haben laut einer Statistik knapp 30% der Handwerksbetriebe erst eine Webseite. Sprich, sie sind generell erstmal gar nicht sichtbar. Und da fangen wir an. Also wichtig ist halt erstmal heutzutage, dass man sichtbar ist. Wir sprechen hier nicht nur über eine Webseite. Natürlich gehört heutzutage auch vielleicht eine Facebook-Seite, Instagram-Seite und vielleicht auch noch TikTok dazu. Aber ich gehe jetzt ein bisschen mal auf die Webseite an sich ein. Ich glaube, das Hauptproblem ist, womit sich die meisten schwer tun, ist, dass es perfekt sein muss und dass vielleicht auch zu viel von sich selber erwartet wird und dass man auch vielleicht bei den Big Playern im Markt guckt. Und die haben eine sehr, sehr aufwendige Seite. Das heißt, eine Webseite, wo alles Mögliche drin ist, wo viele Unterseiten sind und alles Mögliche. Aber genau dieser Schritt ist eigentlich, ich will nicht sagen der falsche, sondern der erste Schritt sollte ein anderer sein. Es geht erstmal darum, überhaupt gefunden zu werden online. Das heißt, wenn jemand etwas sucht in deiner Region oder dich auch irgendwo schon mal gesehen hat oder vielleicht auch empfohlen wurde und sich nach deinem Unternehmen erkundigt, dass du überhaupt sichtbar bist. Und da ist natürlich die Webseite der erste Punkt oder der erste Kontaktpunkt, mit dem sie irgendwie mit dir in Kontakt treten können oder etwas über dein Unternehmen, deine Dienstleistungen, was du überhaupt anbietest, erfahren können. So. Und wenn du wirklich Stand jetzt noch keine Webseite hast, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Geld in die Hand gibt. Also eine Webseite kann beginnen bei 2.000 Euro, das kann aber auch gern bis zu 50.000 Euro hochgehen. Und wenn du als mittelständisches Handwerksunternehmen gerade anfängst, dann solltest du nicht mehr als 3.000, 4.000 Euro ausgeben müssen. Es geht natürlich immer höher und besser, aber ich sage mal für den Start. Man kriegt gute One-Pager heutzutage für so 3.000, 4.000 Euro. Und was muss deine Webseite können? Also ist klar, einmal muss natürlich das Unternehmen kurz vorgestellt werden. Wer seid ihr? Wofür steht ihr? Was macht ihr? Welche Dienstleistungen bietet ihr an? Es muss auf jeden Fall der Standort genannt werden, wo euer Firmensitz ist. Vielleicht auch die Öffnungszeiten. Ein Impressum muss natürlich gut gepflegt sein. Also ihr müsst einen seriösen Eindruck machen. Jemand, der das allererste Mal jetzt mit euch in Kontakt tritt, soll einfach ja denken oder er sollte nicht den Eindruck bekommen, hier, dass es jemand Unprofessionelles, einfach irgendein Unternehmen, sondern es muss Seriosität sichtbar sein. Und es muss natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit bestehen. Sprich, man kann natürlich E-Mail, Telefonnummer, alles hinterlegen, aber es sollte zum Beispiel auch ein Kontaktformular, wenn jemand für irgendetwas Interesse hat, dann, dass er sich auch direkt eintragen kann. Natürlich müsste diese Kontaktmöglichkeit auch mit deinem System natürlich verknüpft sein. Sprich, wenn er ein Formular ausfüllt, dass vielleicht bei euch eine E-Mail eingeht im Support-Postfach oder im Kontakt-Postfach. Und dann hast du schon mal die Basics. Die Fotos können professionell sein, können auch teuer eingekauft werden, aber es spricht auch gar nichts da, Handybilder zu machen oder Bilder vom Unternehmen, vom Firmengebäude, vielleicht von ein paar Mitarbeitern. Also einfach, es muss echt wirken. Ja? Was natürlich heutzutage auch relevant ist, ist, wenn man eine Art Bewerberportal hat. Das muss jetzt auch nicht so professionell sein. Also es muss einfach nur die Möglichkeit bestehen, dass ein potenzieller Bewerber oder jemand, der sich für das Unternehmen interessiert, weiß auch, welche Stellen ihr sucht. Sprich, wenn ihr jetzt Terrassenüberdachung verkauft, dass der Monteur ausgeschrieben ist, mit ein paar kleinen Sätzen, kurz dein Profil, deine Aufgaben, diese Vorteile hast du bei uns. Und dass er sich auch die Möglichkeit hat, über die Seite selber zu bewerben. Aber nur eine Website aufzusetzen, damit kommt der Erfolg nicht von selbst. Dazu wird dir der Nico noch mal was erzählen. Ja, vielen Dank für die Überleitung schon mal an der Stelle. Der Saat hat natürlich völlig recht mit seiner Aussage, dass, wenn du gar keine Website hast, du dich auf jeden Fall darum kümmern solltest, dort tätig zu werden. Man muss das Ganze halt einfach ein bisschen vernünftig einsortieren. Also in meinem ganzen Online-Werbeauftritt, wo gehört die Webseite dahin? Eine Webseite ist auf jeden Fall
ja, ich würde schon fast sagen, essentiell ab einem gewissen Punkt. Am Anfang noch kein Muss, aber irgendwann dann schon. Weil es kommt einfach ein bisschen komisch rüber, wenn du jetzt jeden Monat wirklich viel, viel Werbung machst oder Werbegeld einfach ausgibst, aber keiner dich findet. Also nach meiner Erfahrung ist es im Neukundenbereich so, dass man ohne Webseite schon starten kann und auch Aufträge machen kann. Im Mitarbeiterbereich, also wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, dann wird es halt wirklich ja einfach schwierig, wenn du Leuten wirklich gar keinen Einblick in dein Unternehmen gibst. Kann man natürlich mit Werbung auch machen, aber ohne eine Webseite wird das einfach schwierig. Wie der Kollege aber schon gesagt hat, achte einfach drauf, dich da nicht an Unkosten zu stürzen. Also wenn es jetzt um den Anfang geht, nach oben offen, hat der Kollege schon gesagt, ist eigentlich immer. Aber am Anfang geht es wirklich nur darum, dass du halt gesehen wirst. Und es geht vor allem auch darum, dass dein Online-Auftritt stimmig ist. Also wenn du eine Webseite hast, dann schau am besten auch, dass du sie pflegst. Also ich sehe das leider Gottes immer mal wieder bei Partnern von uns. Die haben zwar eine Homepage, aber man kann schon sehen, jetzt ohne ein geschultes Auge zu haben, die wurde das letzte Mal vor der Jahrtausendwende angefasst. Also so sehen da manche Sachen aus. Und dann muss man sich auch einfach mal in den Kunden reinversetzen, der vielleicht bei dir 20, 30, 40.000 Euro ausgeben soll. Wird der Webseite oder wird die Webseite diesen Anforderungen gerecht? Also repräsentiert die Webseite dich so, dass ein Kunde einfach dieses Geld bei dir ausgeben würde? Muss man sich ganz hart einfach mal fragen. Oder repräsentiert die Webseite dich so, dass jemand seinen Arbeitgeber wechseln würde für dich? Das muss man sich einfach vor Augen führen, weil, wie der Kollege auch schon gesagt hat, eine Webseite ist der erste Kontaktpunkt, den es im Internet gibt. Das sind von mir aus wie Klamotten, wenn ich jetzt jemanden im echten Leben quasi sehe. Also man sagt ja, Kleider machen Leute oder man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das muss am Anfang halt einfach stimmig aussehen. Nicht immer super teuer oder sowas, muss halt zu dir und deinem Unternehmen passen. Aber es geht auch vor allem darum, dass jetzt das zweite Thema, ja, sichtbar zu werden. Also wie der Kollege schon gesagt hat, eine Webseite selber macht dich nicht sichtbar. Also die kannst du ins Internet stellen, wenn du dafür nichts tust, dass Leute das sehen, dann ist es vielleicht zufällig, dass dort sich mal jemand drauf verirrt durch irgendeinen Link oder durch irgendeinen Post auf der Facebook-Seite. Wenn du sowas hast, dann musst du dafür sorgen, dass aktiv Leute deine Webseite finden. So, und das ist natürlich unser Spezialgebiet bei der A&M. Ganz einfach gesprochen das Thema Online-Marketing, / Werbung. Du musst quasi oder solltest im besten Fall Geld dafür ausgeben, dass Leute deine Werbung sehen und diese Leute quasi in dein Universum reinziehen. Das kann in Form von Lead-Generierung sein, das kann aber auch einfach Sichtbarkeit sein, die du quasi auf die Webseite leitest, oder das können von mir aus irgendwann Beiträge sein, die du Suchmaschinen optimierst, die da irgendwann dann mal ranken. Aber am Anfang würde ich immer sagen, kauf dir bezahlt deine Reichweite ein, sorg dafür, dass das, was die Leute denn finden, zusammenpasst. Weil es macht halt wirklich, oder es kommt vielleicht ein bisschen komisch rüber, wenn du von mir aus auf den Werbetexten, auf den Werbeanzeigen, alles Hochglanz, super professionell, die Webseite, ja, ist einfach ein bisschen Vernachlässigung gekommen, sieht einfach nicht dementsprechend aus. Das Gesamtbild muss an der Stelle stimmig sein. So. Und wie gesagt, schau ein bisschen, dass du die Prioritäten zurechtbekommst. Es macht keinen Sinn, am Anfang von mir aus einen fünfstelligen Betrag für eine Webseite auszugeben, wenn du danach kein Geld mehr hast, um dir neue Sichtbarkeit einzukaufen. Das funktioniert vorne und hinten einfach nicht. Dann kaufst du dir einen Porsche und stellst ihn aber in die Garage und das sieht kein Mensch. So, von daher bringt das nichts. Du musst dafür sorgen, dass Leute dich am Ende des Tages sehen. Und das geht am Anfang halt am besten mit bezahlter Werbung. Also Facebook, Instagram, von mir aus auch Google, kann man ja auch eine bezahlte Werbung in den Suchmaschinen machen. Da musst du einfach am Anfang deine Prioritäten drauf setzen und dann kannst du dafür sorgen, dass du A, eine Webseite hast und B, diese Webseite auch zu dir passt, zu dem, was du am Ende des Tages anbietest. Man könnte jetzt noch wesentlich tiefer in das Thema Webseite eintauchen. Gibt es auch schon andere Videos hier auf unserem Kanal, wie jetzt ein Online-Auftritt auszusehen hat, was du da beachten sollst. Aber wir wollten heute mal ein bisschen speziell auf das Thema Webseite eingehen, weil wir auch immer wieder von unseren Kunden zu hören bekommen, hey, ich will mit der einen Kampagne erst dann starten, wenn die Webseite richtig steht. Aber das ist dann irgendwann so ein Kreislauf, da kommt man nicht mehr raus. Und darauf zu warten macht halt keinen Sinn, sofern die Webseite irgendwie zu dir und deinem Unternehmen passt. Darauf solltest du halt einfach achten und dich mal wirklich in Anführungsstrichen hart hinterfragen. Tut die Webseite das, was sie soll? Also ist es legitim zu sagen, ich rufe Preise ab im mittleren fünfstelligen Bereich, wenn meine Webseite aber nicht danach aussieht? Also kann ich das von dem Kunden erwarten, wenn die Webseite quasi mein Aushängeschild ist in der Online-Welt? Zusammen natürlich mit den bezahlten Werbeanzeigen, die du hast. Wie gesagt, schau dir auf jeden Fall gerne nochmal die weiteren Videos auf dem Kanal an, da ist noch ein bisschen was drauf. Ja, hab schon erwähnt, lass uns ein Like und ein Abo da, dann verpasst du hier auch nichts mehr. Ansonsten danken wir dir erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.